Wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto? Übrigens ein Film der Kategorie früher gut, heute nicht mehr. Falls ihr den noch nicht gesehen habt. Doch. Doch, sagt er. Ich finde es schade, dass man hier nicht so random rumballern kann, wenn man im Auto ist. Sondern dass man auch nur auf Feinde schießen kann. Oh. Ach, das da hinten. Na ja, gut. Ach, das da hinten. Das regeln schon die Landminen. Eventuell. Was machen eigentlich unsere Panzer, sagt man? Ja, geht der in der Forschung hier nicht weiter, ne? Ach. Es hängt ja gerade. Erstmal Eisenbahn. Ist mir egal, I don't care. Das ist so schnell fertig, da kann Nino die eine Minute kann auch noch warten. Mhm. Aber bevor wir jetzt gar keine Forschung am Laufen haben, nur weil wir darauf warten, dass der gnädige Herr mit seinen Wissenschaftspaketen fertig wird? Nee. Wer denn gesagt, dass ich gerade am Wissenschaftspaket arbeite? Du? Keiner, aber warum tust du dann blaue Forschung rein, wenn wir die noch nicht haben? Ich habe noch nichts gefunden. Ich habe die letzten 20 Minuten nicht mehr Forschung angepackt. Ja eben, genau das ist das Problem. Ja, ich werde jetzt mich irgendwie an diese Wissenschaftspakete dran machen, aber das ist tatsächlich kompliziert. Batterien, okay, da. Stahlträger habe ich überhaupt nicht hier. Rote Circuits habe ich hier bedingt. Ist doch auch wieder was falsch, das sehe ich doch. Nee, das war richtig, oder? Keine Ahnung. Sieht eh keiner. Wofür brauchen wir denn noch Batterien? Die brauchen wir eigentlich nur hierfür, ne? Akkumulatoren brauchen wir die Batterien. Ja gut, das ist egal, ne? Aber für irgendwas Wichtiges. Ups. Okay. Ist egal, sagt er. Ups. Okay. Es ist krass, ich habe irgendwie 1 Milliarde Stahlplatten aufgenommen oder Eisenplatten und ich bin immer noch aus. Immer noch nicht genug Eisenplatten. Unglaublich. Unglaublich. Greifen denn hier eigentlich wieder welche an? Das weiß ich nicht. Gehen wir doch mal gucken. Ja. Auch wieder. Und links, oben, rechts. Überall. Mhm. Sind sie. Überall sind sie. Oh, die das gucken, die langweilen sich den Arsch ab. Also, beziehungsweise ihr. Ich stehe hier nur rum, warte darauf, dass die Akkumulatoren fertig werden. Du meinst, bei mir passiert mehr, oder was? Das hoffe ich doch. Ich habe gerade was kaputt gemacht. Da siehst du. Ihr seid so fantastisch. Ne? Ich kann schon mal Stahl holen. Oh, derzeit... shit. Da hat jemand eine Mauer durchbrochen. Guck mal bitte auf die Karte oben links. Ja, was ist da? Ach du Scheiße. Tu es nicht, Nino. Pollution wird die voll? Nein. Nein. Es sind auch momentan bloß 20 mittelgroße Würmer in der Base da. Aber die Pollution wird nicht voll, ja? Noch nicht, nein. Oh, wer fährt denn hier mit dem Auto rum? Verzieh dich. Ja, ja. Aber wir kommen schon fast dran, ne? Ich sag's nur. Ja, ich hab's. Ja, das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin, die voll zu müllen. 7 Solarpanel. Ach, Kupferplatten fehlen wahrscheinlich. Nicht schön. Nein.
nämlich aus Versehen die guten Dinger mit. Elektronische okay. Schaltkreise fehlen. Warum machen wir denn Züge? Oh, fuck. Weil es sein muss, Nino. Oh, Mann. Unten links haben sich auch neue Nester aufgetan. Das ist nicht so schön. Nicht schön. Aber da habe ich auch schon Dreifachmauer. Gut. Die brauchen wir auch. Wo war jetzt mein Auto? Da. Nino, wo habe ich noch mein Auto geparkt? Da. Hey Mann, wo ist mein Auto? Keine Ahnung. Zugsignale. Mhm. Das Auto geht ja schon ab, wenn es einmal in Fahrt ist, ne? Mhm. Das muss man ja schon sagen. Aber ich habe diesmal nichts getroffen. Mal ganz kurz was abreißen. Jetzt fehlt da oben der Strom. Also es könnte sein, dass ganz kurz der Strom oben beim Eisen ausfällt. Ja, was interessiert uns das? Dass dann nicht mehr so viel Eisen produziert wird. Das interessiert uns nicht. Okay. Ich wollte auch nur Bescheid sagen. Nicht, dass du gleich das große Geheule anfängst. Warte mal. Ich denn hier eigentlich? Kann ich das? Der verbindet sich nur. Nee, ja, nee. Nee, das ist aber auch blöd. Stahlträger brauche ich. Schon wieder. Schon wieder so ein Irrer hier durch die Gegend. Ja, entspann dich, das bin nur ich. Das bin nur ich. Ja. Probleme? Dann komm her. Ich überfahre dich gerne. Ups. Das Auto lässt sich aber auch echt beschissen steuern. Ohne Witz. Oh, oh. Weak, weak, weak. Das ist mittlerweile einfach nur so ein störendes Nebengeräusch, anstatt wirklich eine richtige Bedrohung irgendwie. Ja. Macht ihr mich traurig? Macht ihr mich da hinten traurig? Das natürlich. Oh, sie greifen schon an zwei Stellen an. Scheiß Viecher. Ist das gut, dass ihr mich traurig macht? Okay, jetzt haben sie irgendwas kaputt gemacht. Sie haben das Tor kaputt gemacht. Oh oh. Das ist nicht gut, in der Tat. Nee. Da blitze ich doch mal direkt hin. Wehe, du fährst mich jetzt über. Nein. Nein. Das passiert nur nebenbei, das mache ich nicht extra. Versteck mich in den Bäumen. Besser ist. Ups, ich hab die Mauer angefangen. Ach du Scheiße. Ich räume mir ja echt auf. Ey, hier ist ja kein Strom hier oben. Das sag ich ja. Ich hab doch gesagt, das wird kurz ausfallen. Ah, kurz. Das ist so typisch. Genau das, was ich gesagt habe. Nicht gut. Da hast du. Das ruiniert mir aber meinen Bauplan. Da waren auch schon die anderen Viecher dabei. Ja, die anderen Viecher. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Die sind so komisch schwarz.
Ja. Die nächste Stufe haben wir erreicht, Nino. Nächste Stufe von was? Von Gegnern. Weitern. Ja, was? Hab ich mal gedacht. Bist du jetzt stolz auf uns? Du gehst erstmal gucken. Ich geh nicht gucken, ich geh töten. Denk an den Wurm. Ja, ja. Ich sag's ja nur. Ja, das ist nett, aber ich denk da schon dran. Mhm. Der hat aber echt eine große Reichweite, ne? Sag ich hat, ja. Wir können gar nicht das Nest oben kaputt machen, ohne dass der Wurm uns erwischt. Mhm. Ja, das heißt, das können wir schon mal knicken. Ich gehe da nicht hin. Ganz alleine gehen. Tschüss. Okay, jetzt wird unsere Kupferproduktion tatsächlich in Anspruch genommen. Ach, jetzt auf einmal. Ja, zwar stark in Anspruch. Ich erweitere die dann mal ein bisschen. Macht das. Ist da oben gerade Angriff? Nee, ne? Gut. Ich scoute nur ein bisschen. Oh shit. Viel Spaß. Hat irgendwer von euch noch Hochöfen? Ich hab noch 5 Stück. Na gut, ich baue mir auch gerade irgendwelche. Toll. Warum fragst du dann? Ja, ich dachte, vielleicht hast du mehr. Nee. Nur 5. Ich greife am Stapelgröße-Bonus. Erstmal random irgendwas angeklickt, Hauptsache irgendwas. Yep. Ja. Ist ja auch gut so, ne? So soll das ja eigentlich auch. Immer noch kein Strom bei dir da oben, ne? Ja, schon wieder. Jetzt hast du. Besser ist, ja. Das ist wohl wahr. Ich habe ja noch eine Lampe. Jetzt muss ich schon wieder Akkumulatoren machen. Und dann ist aber auch mal gut, glaube ich. Es ist genug Akkumulatoren für die nächste Zeit. Wird sonst zu langweilig zum Gucken. Ich habe irgendwo mein Auto gelassen. Oben, oder nicht? Nee, ich bin ja nicht mit dem Auto hingefahren. Achso, wieso nicht? Weil ich das Auto da auch schon verparkt habe. Ah. Ach so. Ja. Ich glaube, Nino ist gerade sehr konzentriert. Er sagt gar nichts mehr. Zum Glück, dann ist er wenigstens mal ruhig. Gar nichts mehr. Ja, sorry, ich muss hier wichtige Produktionsstätten von Scratch nochmal hochziehen. Mhm. From the Scratch. So. Ich habe hier mal eben einmal so die Kupferproduktion nahezu verdoppelt. Das ist wunderbar, Nino. Ja, das ist freut uns außerordentlich. Ja. So. Ich glaube, er denkt, wir nehmen ihn nicht für voll. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ich auch nicht, aber er hat es verdient. Das weiß ich. So. Nein!
Hoffentlich passt das. Shit. Okay. Hier fehlen zwei Greifarme. Nino macht gerade welche. Nee, er hat einfach das Ding abgerissen. Na gut, sehr schön, dass hier. Ah, verdammte. Fehlen zwei Greifarme. Wo fehlen zwei Greifarme? Ja, hier für Kohle. Ja, ich weiß. Hier bin ich ja gerade noch am Arbeiten. Ja, das habe ich ja nicht gesehen. Ich hätte das ja auch meinen vertrauenswürdigen Beratern hier machen lassen, aber. Welche? Ich wollte echt sagen. Vertrauenswürdig? Okay, jetzt kriegen wir auch interessante Engpässe, glaube ich, mit dem Kupfer. Das sollte eigentlich passen. Da oben baut ihr Motoren. Das sieht aber nicht automatisiert aus. Nein, das war ja auch nur für die Autos. Ach so, ja, für das Wichtige. Natürlich. Muss doch nicht immer alles automatisiert sein. Nein, da hast du recht. Echt mal. Liebe zur Handarbeit, Nino. Mhm. Ich brauche mehr Kupfer. Ich brauche 3 Solarpanel. Ich brauche mehr Kupfer. Das ist okay, Nino. Jeder braucht mal Kupfer. Soll ich dir mehr Kupfer bringen? Ja, du könntest vielleicht eventuell die Kupferproduktion, die wir hier schon überhaupt haben, dass du die etwas optimierst, damit wir da mehr Output haben. Das wird theoretisch schon helfen. Ich habe da gerade schon ein paar neue beigebaut, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit. Warte. Ja, ein paar kann ich noch bauen. Ein paar gehen noch, so. So, fein. Ja. Dann mache ich da oben noch eben das Solarpanel fertig. Dann mache ich hier da dein Kupfer. Ups. Da immer überall Würmer mit bei sein müssen, ne? Das ist doof. Kann man die nicht mal eben schnell rushen? Hm. Soha. Was brauchst du denn, Nino? Mehr Kupfer? Ja, die Kupferproduktion hier. Ich habe sie schon ein bisschen optimiert, aber. Sind das alles so Höfen schon? Ja. Okay. Weiß nicht, ob das nur gerade funktioniert hier. Wieso das? Also das, was ich hier sehe, guck mal, da ist eine ganze Line. Ja, das Problem ist Kupferplatten. Was brauchst du denn so dringend, sag mal? Ja, guck mal hier, du. Das Problem ist halt, dass ich die Sachen halt alle regional baue. Geh mal da weg. Und das Problem daran ist, dass wenn du das so baust, wie ich das jetzt hier gerade baue, dass alles davon abhängt, dass die Sachen sich nicht gegenseitig die Sachen wegjagen. Aber da ich gerade nicht weiß, wie man das noch schöner machen kann, ja. Ich glaube, das geht so. Ja, es ist aber nicht schön. Ja, aber das ist doch egal. Es soll ja effektiv und gut sein. Ja, effektiv ist es ja auch nicht, sonst wäre es ja effektiv. Sonst wäre es ja schön. So, jetzt habe ich mein Maximum hier ausgebaut. Ja, und jetzt können wir das Problem, dass die unteren arbeiten nicht, weil das Laufband voll ist.